Können Sie noch mal was zu dem 15. bestätigten Fall jetzt aus Mittelfranken sagen, bitte? Ja, also wir haben in Bayern einen neuen Fall. Gestern Abend wurde es diagnostiziert. Es handelt sich um einen Mann, der an einem Geschäftsmeeting hier in München teilgenommen hat. Es handelte sich dabei um einen Teilnehmerkreis von etwa 10 Personen. Die Ansteckungsquelle war ein Italiener, der ebenfalls an diesem Geschäftstreffen teilgenommen hat und der positiv getestet wurde, allerdings erst nachdem er wieder zurückgereist war nach Italien. Wie geht es dem Patienten, kann man da was sagen? Nach meinem Kenntnisstand soll er nur milde Symptome zeigen, also es geht ihm relativ gut. Es wird immer gesagt, dass vor allem ältere Personen auch mit Vorerkrankungen besonders gefährdet sind. Können Sie noch mal ganz konkret sagen, was das für Vorerkrankungen sein können? Naja, es sind grundsätzlich Erkrankungen, chronische Grunderkrankungen nennen wir die. Also ältere Patienten, die an Diabetes oder ähnlichen Erkrankungen leiden, die dann besonders häufig betroffen sein können, nach den chinesischen Berichten, die wir dort oder von dort vorliegen haben. In Quarantäne gesteckt wird, sondern einfach jetzt tiefere Maßnahmen ergriffen werden. Sehen Sie das für notwendig zum Stand jetzt? Also die bundesweite Abstimmung der Gesundheitsbehörden läuft ja dahin, dass gezielt Patienten mit Symptomen untersucht werden oder Personen, die aus Risikogebieten kommen. Es gibt aber weitere Instrumentarien, um Erkenntnisse über die Infektionsgefährdung und das Vorliegen der Häufigkeit dieser Infektion zu erwerben. Sogenannte Sentinel-Untersuchungen, also Arztpraxen, die gezielt Rachenabstriche machen, da gibt es ein etabliertes System in Deutschland und dort wird dann nach möglichem Vorhandensein von Coronaviren untersucht. Das wird jetzt auch begonnen. Wie wichtig ist die Abstimmung der Bundesländer und der Gesundheitsämter untereinander, eben um den schnellen Informationsaustausch zu bekommen über Infizierte? Die ist sehr wichtig. Es ist ganz notwendig, weil man ja die Infektkette schnell aufklären möchte, dass die Informationen rasch weitergehen. Dort sind in den letzten Jahren intensive Anstrengungen unternommen worden, das zu verbessern. Und nach meinem jetzigen Eindruck funktioniert es auch recht gut. Im Moment isolieren Sie ja die Kontaktpersonen immer. Gibt es einen Punkt oder eine Anzahl an Patienten, wo Sie sagen, da würde das nicht mehr funktionieren, dann bräuchte man eine andere Strategie und wenn ja, welche wäre das? Also, Sie sprechen jetzt das jetzige Verfahren an, das hat sich momentan bewährt und wir haben jetzt vor, das auch weiterhin zu machen. Es kann in der Tat dann auftreten, dass die Strategie verändert werden muss, wenn es nicht mehr klar ist, wie die Infektketten laufen. Wenn wir also eine Vielzahl von Erkrankungen haben und wir können überhaupt nicht sagen, wo hat er sich angesteckt, dann ist so der Zeitpunkt, dass man auch, und es muss natürlich eine hohe Zahl auch von Infektionen dann aufgetreten sein, dann ist der Zeitpunkt, dass man überlegt, ob man eine andere Strategie macht. Die andere Strategie heißt natürlich dann besonders Schutz von Risikogruppen. Eine andere, ich hätte auch mal eine Frage. In Schweden hat man diskutiert, ein Geld für eventuell Kranke, beziehungsweise Verdachtsfälle, die entweder in China oder in Norditalien waren, dass die 2 Wochen zu Hause bleiben, dann von der Krankenversicherung das Geld dafür bekommen. Wurde so eine Art der Prävention auch besprochen im Ausschuss? Das ist in Deutschland im Infektionsschutzgesetz geregelt. Wenn jemand in Quarantäne gehalten wird, zahlt zunächst der Arbeitgeber das Gehalt weiter. Er kann das aber dann vom Staat zurückfordern und verlangen. Also hier gibt es eine bundesdeutsche Regelung. Gibt es am Flughafen München irgendwie eine Überlegung, da die Maßnahmen zu verstärken, zu verschärfen etc.? Also wir werden verstärken ebenfalls die Information für die Italienreisenden. Das, was wir an Aufklärungsmaterial jetzt erstellt haben, soll auch an die Flugreisenden nach Italien verteilt werden. Die anderen Maßnahmen, die sich beziehen auf die chinesischen Fluggäste, da ist meine Einschätzung, das hat sich bewährt, da muss keine Veränderung erfolgen. Und man sieht es überall in den Drogeriemärkten, die Desinfektionsmittel sind ausverkauft überall. Die Ansage vom Robert-Koch-Institut ist aber, das bringt gar nichts. Warum bringt das nichts? Also, das ist eher jetzt nach meiner Interpretation eine sehr pragmatische Bewertung. In der Regel, bis in Desinfektionsmittel in der Hand wirken, müssen sie eine Zeit lang einwirken. Viele machen das nicht, sondern gehen dann ganz schnell vorüber.
Und dann ist auch die Situation häufig, dass man sich in falscher Sicherheit wähnt. Ich habe die Hände desinfiziert, habe aber nach der Desinfektion 2 Minuten danach schon den nächsten Händekontakt gehabt, kann wieder eine Infektion oder eine Schmierinfektion dadurch hervorgerufen sein. Und daher so dieses Falsche in falscher Sicherheit wegen ist da ein Faktor, der zu dieser Bewertung geführt hat. Sie haben es gerade angesprochen, Händeschütteln ist ja bei vielen Firmen jetzt auch schon verboten oder wird empfohlen, es nicht zu tun. Wie halten Sie es persönlich? Also da wir bisher nur einen einzigen, jetzt neu neben dem Webasto-Fall, einen einzig neuen Fall hatte, muss ich gestehen, habe ich schon bisher die Hände geschüttelt. Was dann noch so ein Gedanke war, viele, die zu einem Kongress reisen, reisen ja mit der Bahn, erste Klasse oder so, aber gerade wenn er von Firmen eingeladen wird, hat man dann überlegt, wie ist er da hingekommen nach München? Ja, also bei einer Kontaktpersonenermittlung wird schon versucht, der ganze Weg nachzuverfolgen und dann wirklich auch Kontaktpersonen zu ermitteln. Aber natürlich in einer Bahn, wo man das auch schwer machen, sind dann dem natürlich auch Grenzen weil gesetzt. Weil wenn man jetzt sagt, der ist jetzt mit dem ICE nach München gefahren, weil ich kenne meistens, ich fahre mit der Bahn, und da sind ein Haufen mit seiner gewesen, die sind auf irgendwelche Tagungen und die waren alle von den Firmen eingeladen mit der Bahn. Und wie kann man das da ermitteln dann? Das stellt sich dann häufig aber gerade in Flugzeugen und auch in Zügen, modernen Zügen anders dar, weil die eine Belüftung haben und da ist dann die Übertragungsrate deutlich auch häufig geringer. Weil Bekannter von mir, der hatte da schon nach dem Bahnvorstand geschrieben, der fordert jetzt, dass die Züge öfter desinfiziert werden, dass nach jeder Fahrt die Sitze desinfiziert werden. Was können Sie dazu sagen oder die Bilanz, dass man halt die Sitze regelmäßig desinfiziert, zum Beispiel in Lounges, in ICEs und so? Ja, wobei nach meinem Kenntnisstand das und dem normalen Standards der Bahn entspricht und ich gehe jetzt davon aus, da wird die Bahn das doch sehr entsprechend gut machen.